So, ich begrüße unseren Geschäftsführer Michael Vogt vor der Kamera. Glück auf. Glück auf. Michael, wir sind hier im Trainingslager in Polen. Warum wurde es so kurzfristig einberufen? Geplant war ja eigentlich, dass wir im Erzgebirge bleiben. Dann hatten wir vor 3 Wochen eine Anfrage von AS Monaco, ob wir uns vorstellen könnten, hier gegen sie zu spielen. Das war für uns etwas zu zeitig gewesen. Aber so sind wir indirekt auf das Trainingslager gekommen. Es war für die EM eigentlich geblockt gewesen, hatte freie Kapazitäten gehabt. Das Angebot hat gestimmt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sensationell. Und ich denke mal, es war auch die richtige Entscheidung gewesen, dass wir doch mal in dieser ganzen etwas schwierigen Phase mit diesem Trainingslager, auch mit den Bedingungen, die wir hier vorgefunden haben, auch mal wieder etwas Normalität, zumindest hier im Trainingslager, erleben können. Dann hatten wir vor 2 Tagen ein Testspiel gegen Kickers Offenbach und da haben wir in den weißen Trikots gespielt. Jetzt brennt bei den Fans die Frage, wann endlich können wir unser neues Trikot vorstellen? Wann geht es in den Verkauf? Also die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Das ist ja auch diesmal ein besonderes Trikot. Wir haben ja erstmalig, glaube ich, in der Vereinsgeschichte ein eigenes Trikot, wo wir uns eigentlich auch alle sehr drauf freuen. Aber bekannterweise ist natürlich auch die Liefersituation nicht gerade die einfachste. Nach meinem jetzigen Kenntnisstand, ich habe auch nochmal mit unserer Chefin Frau Adler vom Fanshop gesprochen, ist es inzwischen in Deutschland. Das ist erstmal das Positive daran und soll am Freitag, spätestens am Montag übernächste Woche, wenn es nicht noch irgendwas dazwischen kommt, dann endlich auch zum Verkauf im Fanshop angeboten werden können. Dann sollte es ja dann zum Saisonstart auf jeden Fall da sein, das Trikot. Apropos Saisonstart, gestern hat die Regionalliga begonnen, teilweise vor Zuschauern, vor 4-stelligen Zahlen. Bei uns ist die Empfehlung, nicht vor dem 1. November Zuschauer zuzulassen. Das Hygienekonzept haben wir, glaube ich, eingereicht beim Gesundheitsamt. Wie sieht es da konkret aus? Wie sind die Planungen? Also das Hygienekonzept sagt ja aus, dass wir mit Zuschauern wieder spielen. So beinhaltet es ja auch. Also die ganzen Hygienemaßnahmen, die wir dort im Grunde genommen dem Gesundheitsamt im Erzgebirge vorgelegt haben, in der Hoffnung, dass es auch dann so bestätigt wird. Was die Politik oder irgendwelche anderen Menschen dann noch dazu sagen, dass wir nicht mit Zuschauern spielen können, das liegt leider nicht in unserer Hand. Wir wollen unbedingt wieder mit Zuschauern spielen, wissen, was Fußball bedeutet, was Fußball in Aue im Erzgebirge bedeutet. Natürlich ist die Gesundheit aller im Vordergrund, aber wir sollten trotzdem versuchen, mit einem gewissen Stück Richtung Normalität auch wieder zurückzukommen. Wir können auch nur hoffen, dass es dann wieder irgendwann losgeht vor Zuschauern. Jetzt sind wir erstmal hier in Polen im Trainingslager, was wir beenden werden. Und dann werden wir uns weiter im Erzgebirge darauf vorbereiten, auf den Saisonstart. Vielen Dank für deine Zeit, Michael, und Glück auf. Glück auf.